Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir stehen ja hier in Bamberg, noch entkoppelt. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir sind ja gestern von Oelsnitz hierher solo gefahren, weil wir hier einen Auflieger aufnehmen müssen. Den anderen von Peter haben wir ja in Oelsnitz stehen lassen. Und unser Auflieger steht da drüben. Oh, da fehlt einer. Ich hoffe nicht, dass das unserer ist. Naja, wenn, dann müssen wir die Dispo anrufen, dann müssen die was sagen. Also, meine Lieben, wir koppeln uns jetzt erstmal an. Ich habe gestern Abend ja hier noch geguckt, wo der Auflieger steht. Habe ihn entdeckt. Ich hoffe, er ist noch da. Nee, er ist weg. Na gut, dann rufen wir gleich mal die Dispo an und dann werden wir sehen, was die sagen. Also, ich suche jetzt nochmal nach dem Auflieger. Wenn er weg ist, dann rufe ich die Dispo an und dann müssen die mir was sagen. Meine Guten, ich koppel jetzt an oder auch nicht und dann sehen wir weiter. Habe ich gerade die Dispo angerufen, dass der Auflieger weg ist. Und da hat er geguckt in sein GPS-Programm. Und hat gesagt, der steht in der Regnitzstraße. Warum auch immer, keine Ahnung, wie der da hinkommt. Also fahren wir jetzt mal vor in der Regnitzstraße und gucken, wo der Auflieger jetzt ist. Ich soll, wenn mir ein Elflein-Auto entgegenkommt, ihn anhalten, hat er gesagt. Weil das mein Auflieger ist. Das ist ein Tesla-Auflieger. Die sind direkt für Tesla programmiert. Irgendwie per GPS, dass man die auch orten kann und alles. Und dann soll ich dem den Auflieger wegnehmen, hat er gesagt. Na dann gucken wir mal, ob der Auflieger vorne steht und wer den sich geholt hat. Weil den soll ich nehmen für Tesla. Na, dann gucken wir mal, wo der Auflieger sich jetzt rumtreibt. Da sind die Auflieger alle mit GPS versehen. Da kann der einfach in den Computer gucken und dann sieht der, wo der Auflieger ist. Das ist ja raffiniert. Das hat mich letztens schon gewundert, wo ich beim Stefan Reich war und habe gefragt, wo steht denn der und der Auflieger? Dann hat er in seinen Computer geguckt und hat gesagt, der steht dort und dort. Und da stand er dann auch. Also, der nächste Elflein-Auflieger, der mir entgegenkommt, anhalten, hat er gesagt. Das ist meiner. Ja, das wirft uns natürlich jetzt wieder im Plan zurück. Das ist der Order hier. Ich dachte eigentlich, gestern einfach anhängen heute früh. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Mal, wo der Auflieger abgeblieben ist, weil der ist für diese Tesla-Tour registriert und den darf man nirgends anders verwenden. Also darf man schon, aber nur wenn die Dispo das anordnet. Ne? Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, was jetzt hier passiert.
Flieger abgeblieben ist. Das ist er nicht. So, bleiben wir gleich mal hier stehen und gehen mal rum und gucken, wo der Auflieger ist. So, Freunde. Ach, das war ja jetzt wieder eine Aktion. Mein lieber Mann, jetzt habe ich eine ganze Stunde verloren wegen der Kacke, ne? Jetzt muss ich erst nach Regensburg den Auflieger leer machen, dann nach Zwiesel den Auflieger voll machen. Na gut, ich fahre in Regensburg vorbei. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber, ha, und ich habe was zu vermelden. Ich habe das mit dem neuen Schlüsselschrank gleich hingekriegt, mit der Identkarte. Gleich auf Anhieb, das erste Mal. Hahaha, sehr gut, das funktioniert wunderbar. Da hältst du die Karte davor, die ist auf deinen Namen registriert, oder auf meinen. Halte ich die Karte davor, dann fragt er mich, was ich machen will. Autonummer eingeben, also Teil des Kennzeichens eingeben, da gibt man dann die vier Ziffern ein, die hinten dran sind. Dann gebe ich die ein und dann halte ich den Transponder von dem Schlüssel ran. Dann geht eine Klappe auf und da kann ich dann den Schlüssel reinpacken. Und dann klappe ich die Klappe wieder zu und der ganze Dings ist erledigt. So, Freunde. Freunde der guten Unterhaltung. So ist das wunderbar. Aber das hat mich jetzt hier eine ganze Stunde zurückgeworfen. Mit dem Auflieger, dass der einfach weg war. Und vor allem, der ist jetzt voll mit fremdem Vollgut. Jetzt muss ich erst in die eine Firma fahren, das Zeug abgeben. Der Disponent will sich darum kümmern, dass ich dort bevorzugt bedient werde. Wenn nicht, haben sie ein Problem. Ist nicht mein Problem. Ich kann nichts dafür. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe früh um 6 angefangen. Jetzt ist es kurz nach 7. Auflieger suchen, rumtelefonieren. Auflieger anhängen. Dann musste ich erst noch gucken, wo ich meine Radschalen hin verfrachte, weil die hinten nicht mehr drauf gepasst haben. Habe ich überhaupt hinten die Türen zugemacht? Muss ich gleich mal nachgucken. Hier auf der Geraden mit vorne halten. Da kann ich mich ein bisschen weiter rechts ranstellen. Und gucken, ob ich die Türen richtig zugemacht habe wieder. Der Auflieger ist ja bis hinten dann voll, ne? Mit Vollgut. So, schnell noch mal nach den Türen gucken hier. Jawohl, Türen sind richtig zu. Das mit den Radschalen scheint auch zu funktionieren, wie ich die Lösung da geklärt habe. Zum Glück hatte ich so schmale Riemchen mit. Oh. Und da habe ich die mit den schmalen Riemchen festgemacht. Am Auflieger. Weil ich dann nicht, erstens muss ich sie ja wieder mitnehmen, sind ja Ilsnitzer Radschalen. Und zweitens weiß ich gar nicht,
ob ich die brauche da oben, ob ich jetzt einen leeren Auflieger kriege, also mit Leergut oder einen leeren oder was auch immer. Oh, hier ist aber auch schlecht einzusehen. Schlecht einzusehen, die Ecke. So, jedenfalls müssen wir jetzt hier ein bisschen Betrieb machen, ne? Ach nee, das war wieder eine Aktion, sag ich euch. Sowas braucht man freitags am frühesten Morgen. Vor allem, weil ich heute eigentlich jede Minute brauche, um heimzukommen, ne? Das ist mir jetzt eine ganze Stunde verloren gegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich muss bis 13 Uhr dort geladen haben, ne? Ich musste hier aber auch meine 9 Stunden Pause machen. Also alles rum wie nun Kacke. Da trifft der Spruch heute voll zu, ne? Ohne dass ich wusste, was los ist, habe ich diesen Spruch heute rangeschrieben. Und so ist es heute auch mit mir. So, ne, dann sollen sie erst mal schauen, wo der Auflieger ist. Wenn sie den suchen. Ach, die Ware muss nämlich heute ausgeliefert werden. Keine Ahnung, wer das heute macht. Werden sie rumrennen. Wo ist Auflieger? War nämlich alles auf Rumänisch eingestellt. Ich denke mal, dass das rumänische Kollegen machen. Erstmal geradeaus. Geradeaus über die Kreuzung hier drüber. So, wie heißt die Firma? Light Mobility MLC. MLC heißt sie. Naja, das finden wir schon. Das finden wir schon. So, hier vorne rechts. Und dann muss es da irgendwo sein. Ach, das ist schon die Junkerstraße hier. Das ist die Straße, wo ich meine Fettstrafe bezahlt habe, weil ich hier auf der Straße geparkt habe, ne? Über Nacht. Weil der Auto voll war. So. Müssen wir mal gucken, dass es bei war. Ach, hier ist es drin. Hier ist es drin. Hier ist es drin. Ist doch schön gefunden. Also ich gehe mich jetzt erstmal hier anmelden. Ich denke, das ist da hinten. Ja, da steht es doch dran. Wo die anderen Elflines stehen, da hinten ist das. Alles klar.
So, jetzt bin ich fertig. Hier, beim Uploaden erst einmal. Jetzt müssen wir schauen, dass wir 2, 3, 4 müssten wir mit 4 Stunden hinkommen, dass wir jetzt hier nach Zwiesel kommen. So schnell wie möglich. Ja, hier auf der Straße, da vorne, wo die LKWs stehen, da habe ich 35 Euro Strafe bezahlt fürs Übernachten, weil das hier verboten ist. War aber nirgends Platz und ich hatte auch keine Schichtzeit mehr, keine Lenkzeit mehr, kein gar nichts mehr, wo ich hätte stehen können. Also blieb mir ja nichts anderes übrig, als mich dahin zu stellen. Naja, das ist Lehrgeld, noch einmal passiert mir das nicht. So, und jetzt gucken wir mal, wie mich die Mädels hier schicken. Die sind sich einig, wie es aussieht. 109 Kilometer, jawohl. So, ab auf die Autobahn. So, hier ist der Autobahn zu Ende. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Hier müssen wir jetzt irgendwo hier Richtung Bischofsmais. Richtung Bischofsmais. Hier raus. Hier rum, hier rechts. Jetzt sind wir in Deggendorf Rusel oder so. Im Bayerischen Wald sind wir. Bayerisch-Eisenstein. Hier geht's nach Bayerisch-Eisenstein. Wir müssen aber geradeaus nach Rusel. Bischofsmais und Rusel. So. Noch 41 Kilometer, dann sind wir da. Das wieder von der Aktion von dem Navi. Rechts, dann wieder links, dann wieder links, dann wieder rechts. Dass man hier wieder auf die Straße geil. Das ist manchmal ein Geier. Ich bin manchmal richtig froh, dass ich mein Navi noch mitlaufen habe. Dass ich sehe, dass das Kacke ist, was das Navi navigiert hier. Und das ist manchmal richtig Kacke, was das hier navigiert. Also nur auf das Betriebsnavi möchte ich nicht angewiesen sein. Da würdest du wahrscheinlich einen Haufen Strecke fahren, die gar nicht notwendig ist. So, wir müssen dann auf der Ruselstraße.
Also jetzt sind wir hier in Deggendorf. Hier war ich auch noch nicht. Weder privat noch dienstlich. In der Ecke hier war ich noch nie. So, und jetzt schauen wir mal. Noch 40 Kilometer, da sind sie sich einig, die zwei, dann passt das schon. Halb eins sind wir ungefähr da, bis um eins können wir laden, haben sie gesagt. Naja. Werden wir sehen, Leute. Über den nächsten Kreisverkehr geradeaus. Hier ist der Kettenanlegeplatz, schau an. Hier brauchst du im Winter Ketten. Da parken sie alle auf dem Kettenanlegeplatz, na toll. Parkverbot ausgenommen LKW, ne? Steht drauf auf dem Platz. Das scheint aber auch keine Sau zu interessieren. Bischofsmais, beziehungsweise Richtung Bischofsmais. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Jetzt müssen wir hier erstmal uns herstellen. Rechts irgendwo. Die Dispo hat mich gerade angerufen, die Ladung wurde gesperrt. Müssen wir dann eh schauen. Jetzt muss ich erstmal auf den Anruf warten und dann sehen wir weiter. So, also, ich darf laden. Wurde mir gerade mitgeteilt. Jetzt müssen wir hier gucken, irgendwo über die Bahngleise, die nicht mehr da sind. Und dann links rein. Rechts ist wohl irgendeine Balkonfirma. Und da muss ich dann irgendwo links rein. Naja, werden wir schon finden. Mit vereinten Kräften finden wir das schon. Hier ist die Feuerwehr. Und was für eine riesen Feuerwehr, mein lieber Mann. Ach, hier ist Balkonmeier. Siehste. Und hier sind die Bahngleise, wo ich drüber muss. Und da, ach, da ist es doch schon. Da ist es doch schon. So. LKWs hier links rein und dann um die Halle rum. Da ist es doch schon. Wunderbar. Leute, bis später. So, liebste Leute. Das hat ja wunderbar geklappt hier. Bin
hergekommen, konnte gleich an der Rampe fahren. Bin gleich abgefertigt geworden, geladen. Also was will man mehr? So, hier runter. Sagen sie alle beide, na dann fahren wir hier runter, wenn sie das alle beide sagen. Wenn alle beide Mädels das sagen, dann machen wir das doch direkt. So, also jetzt hier runter. Nach Rabenstein und Klautzenbach wollen wir nicht. Also fahren wir jetzt direkt hier lang. Mal gucken, wo sie uns jetzt hier lang schicken. Hier runter. Zur B11, oder? Genau, hier lang, hier hoch zu darf man nicht mit schwerer als 5,5 Tonnen. Seit dem letzten Update zeigt mein neues Navi, mein eigenes, mein privates Navi, zeigt seit dem letzten Update Ampeln an. Jedes Mal an der Kreuzung, wo eine Ampel ist, ist hier eine kleine Ampel hergemalt. Das finde ich auch nicht schlecht. Vier Stunden brauchen wir. Ich dachte schon, hier wird gar nicht grün. Da vorne steht ein Schulbus rechts, seht ihr, ne? Ein Schulbus-Imbiss steht hier. Was gibt's denn da? Keine Ahnung. Ein Schulbus-Imbiss. Konnte nicht so richtig erkennen, was es da gibt. Naja, ist ja auch egal. Jetzt fahren wir auf die B11 und dann nach Hause. So, meine Lieben, dann haben wir heute eigentlich relativ zeitig Feierabend, so um 7 Uhr rum.
Das ist doch eine feine Sache. Hätte ich gar nicht erwartet nach dem Theater, was es da gab heute. Da habe ich schon befürchtet, dass sich das hinzieht. Ich war aber auch zu spät. Ne? Die tun bloß bis 12 Uhr beladen normalerweise. Aber die haben eigentlich auch auf mich gewartet, weil die das Zeug los haben wollten. Also ich war der Letzte, den sie abgefertigt haben. Deswegen ging das wahrscheinlich auch so schnell. Kann ich mir gut vorstellen. So, nach Pilsen wollen wir nicht. Wir wollen nach Deggendorf, Regen. Wir wollen uns regen. Na schön. So, meine Lieben, hätten wir's wieder. Sind wir mal Freitag zu Hause. Also, meine Guten, lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir jetzt gar nicht viel Pri, ne? Montag um 5 fahren wir hier los und machen Richtung Berlin hoch. Ansonsten, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönes Wochenende und bis Montag in alter Frische. Tschüssi!